sehen und auch gesehen werden. Das Motto gilt nicht nur auf Sylt oder bei der High Society in Saint-Tropez. Nein, das Motto gilt auch gerade jetzt im Herbst im Straßenverkehr. Ich bin der Swobo und ich möchte euch heute hier das 3-in-1 Smart Jacket der Firma Falkenthal vorstellen. Ja, das Smart Jacket von Falkenthal ist ja nicht ganz neu. Das gab es ja auch schon im letzten Jahr, war dann ziemlich schnell vergriffen. Und da bin ich froh, dass Falkenthal mich nicht nochmal angesprochen hat und gesagt hat, so, willst du mal so eine Jacke haben, willst du die vorstellen? Und ich bin auch schon ganz begeistert davon. Ich bin knapp einen Monat damit unterwegs. Ich pendel ja regelmäßig mit meinem Speedpair direkt zur Arbeit. Und das Coole daran ist halt das Smarte, dass die Oberfläche voll reflektierend ist. Ne? Das finde ich schon richtig klasse. Also an Innenseiten hier nicht, aber die sind ja auch nicht zu sehen, wenn ich unterwegs bin. Aber halt rundherum bin ich jetzt voll reflektierend unterwegs und das gibt mir doch schon ein sichereres Gefühl, als wie ich sonst die Jahre unterwegs war mit meiner schwarzen Jacke und der Warnweste. Das auf jeden Fall. Dann heißt die Jacke ja auch noch 3-in-1 Smart Jacket. Was ist die 3-in-1 Funktion der Jacke? Ihr habt praktisch drei Jacken in einer. Ich zeige euch das mal eben. Einmal diese reflektierende Oberjacke oder Regenjacke. Die gibt es übrigens auch noch in anderen Farben, wer jetzt nicht so auf Reflektieren steht, aber so eine 3-in-1 Funktion ganz ansprechend findet. Nicht die ausziehe. Ich habe das jetzt mal gelöst. Man kann dieses Innenvlies halt auch fest mit der Jacke verbinden, mit so Druckknöpfen. Dann habe ich so ein Fließjacket an. Das mag der eine oder die andere sagen, aber ist ja viel zu groß, was er da anhat. Das stimmt. Das habe ich auch extra so, gerade im Winter, dass ich hier, wenn ich auf dem Speedtail-Leg fahre, vorne es ein bisschen warm habe, dass das nicht zu kurz wird. Das ist jetzt XXL. Ich bin 1,75 bei ja, knapp 100 Kilo. Egal. Also habe ich hier diese Fließjacke. Ich kann die Regenjacke, die Oberjacke alleine anziehen, die Fließjacke alleine anziehen oder halt beides zusammen verbinden und habe dann eine Übergangsjacke oder leichte Winterjacke. Oder ich kann halt mein dickeres Vlies, was ich habe, drunter ziehen und dann die Regenjacke oben drüber ziehen. Was ich auch ganz wichtig immer finde, Reißverschlüsse, die funktionieren. Ups, tun sie hier. Lege ich immer Wert drauf. Und was auch ganz wichtig ist, ich muss mal eben hier zu meiner Fahrradtasche. Wenn ich den Helm aufsetze, das Mikrofon mal aus dem Wind drehen, wenn ich den Helm aufsetze und aufgesetzt habe, dass der auch unter die Kapuze passt. Ich habe also eine Kapuze, die definitiv groß genug ist, dass der Helm damit runterpasst. Ich kann das Ganze ja auch noch dann fixieren, dass mir dann bei Gegenwind der Helm nicht gleich wieder, beziehungsweise die Kapuze nicht wieder vom Helm fliegt. Das ist ganz einfach. Und was es noch gibt, die passenden Handschuhe zur Jacke. Finde ich auch ganz klasse, auch voll reflektierend. Denn wenn ich mit dem Rad oder auch mit meinem Speedpedelec unterwegs bin und abbiegen möchte und das den Autofahrern und anderen Verkehrsteilnehmern anzeigen möchte, strecke ich den Arm ja raus. Jetzt habe ich eine reflektierende Jacke an, die reflektiert ja auch. Wenn ich jetzt aber keine reflektierende Jacke anhabe, aber reflektierende Handschuhe, reflektiert die Hand dann ja auch. Ne? Das finde ich echt eine super Idee. Habe ich mir auch eine Nummer zu groß bestellt, auch XXL. Aber gerade im Winter habe ich das ganz gerne, dass das alles nicht so eng ist, dass es schön beweglich bleibt. Die Hände werden auch ein bisschen dicker. Wenn es richtig kalt wird, wenn du bei Minustemperaturen Fahrrad fährst, da habe ich ja schon meine Erfahrung mit. Wenn die Finger hier ein bisschen dicker, dann passen die ja da auch noch gut rein. Wie gesagt, ich bin seit einem Monat ungefähr damit unterwegs. Und wirklich, wirklich gut zufrieden, gerade auch mit dieser 3-in-1-Funktion. Finde ich eine tolle Idee. Und auch, dass es die Jacke halt noch in anderen Farben gibt, in Blau und in Gelb. In Blau ist die allerdings nicht reflektierend, eine reine Regenjacke. Und man kann das Ganze auch, wenn man das wirklich fest verbinden möchte, nicht nur mit Druckknöpfen, sondern hier mit Reißverschlüssen reinmachen. Andere Seite auch, das spare ich mir jetzt nur eben, weil das Mikrofon hier hängt. Jedenfalls, wie ich so gerne sage, tippitoppi. Ja, wenn ihr jetzt auch Interesse an der Jacke habt, dann gibt es hier unten in der Videobeschreibung einen Link. Und wie immer, wenn ich Produkte von Falkenthal vorstelle, gibt es 10% Rabatt mit dem Rabattcode SWOBO10. Und wenn ihr jetzt auf dem Fernseher guckt und jetzt keine Videobeschreibung aufmachen könnt, blende ich euch jetzt hier einen QR-Code ein. Den könnt ihr mit dem Handy abscannen und dann kommt ihr auch direkt mit dem Rabattcode zur Firma Falkenthal. Dann müsst ihr mal schauen, die sind auch wieder schnell vergriffen, auch verschiedene Größen, verschiedene Farben. Kommen aber immer wieder nach, hatte ich immer Falkenthal mir versichert. Von daher bin ich ja ganz optimistisch, dass ihr auch das Richtige findet. Ja, das war schon das kleine Video hier mit dem 3-in-1 Smart Jacket von Falkenthal. Ich sage danke fürs Zuschauen, bis demnächst, bleibt gesund, euer Swobo. Tschüss.